kleine Radtour ist einfach was Herrliches. Nichts als Natur, Ruhe, frische Luft und hoppla, die haben es aber eilig. Jetzt ist Schluss mit gemütlichem Radeln, denn unsere Opfer befinden sich von jetzt auf gleich mitten im Zielspurt des Fördercups in Kiel. Und da ist die Siegerin! Wow! Die Siegerin des 12. Fördercups ist eine Dame! Sie ist über 100 Meter gefahren! Sie ist sprachlos. Aber sie weiß es ganz genau. Was kann ich sagen? Ich habe sie nicht auf der Liste. Wer sind Sie? Ja, eben. Ich bin da oben reingefahren. Ich fahre eine ganz normale Fahrradtour. Aber eine Startnummer haben Sie, oder? Nein! Ich bin hier sicher! Ich habe ja nichts mit diesem Pokalrennen zu tun. Aber Sie haben jetzt gewonnen. Sie haben alle Profis abgehängt hier. Sie sind als Erste durchs Ziel bei einer sensationellen Zeit. Aber Frage an die Gewinnerin. Hätten Sie jemals mit dem Sieg gerechnet? Nein. Nicht so bescheiden. Das war doch toll. Das ist doch nicht das Ziel. Falsch. So schnell war noch nie. Unfassbar. Wir gehen auf die Bühne. Nein. Doch. Nicht alle sind so schüchtern. Er lässt sich ordentlich feiern. Michael, auf die Zielgerade. Oh mein Gott, dieser Mann ist so unfassbar stark. Er hat es geschafft. Der 12. Fördercup geht an diesen jungen Mann. Wo nimmst du diese Kraft? Wo nimmst du diese Power her? Was ist hier los? Ralf rast ins Ziel und holt den 12. Fördercup. Ich würde allen meinen Fans hier gerne sagen, ich freue mich riesig. Dankeschön, dass ihr alle da seid. Bei diesen unmenschlichen Leistungen muss die Frage erlaubt sein, waren da verbotene Substanzen im Spiel? Ja, ich weiß auch nicht, wie das gelungen ist. Ich hatte 2 Flens. Ja, vielleicht noch ein Mattesbrötchen. Also, alles, was der Leistungssportler von Welt braucht. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Ja, wir haben wochenlang trainiert, um uns auf diesen Höhepunkt vorzubereiten. Und das hat alles geklappt. Unfassbar. Was hat den Ausschlag am Ende gegeben? Ja, ich denke mal die größeren Kraftreserven. Sensationeller Sieg hier beim 12. Fördercup. Wie haben Sie das geschafft? Ich bin einfach berg runtergefahren. Also scheiße, diese Schiebung. Was soll das? Waldhammel, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Also ganz stark. Und noch eine Siegerin wider Willen. Unfassbar! Zusammen ins Ziel gekommen beim 12. Fördercup. Wie haben Sie das gemacht? Herzlichen Glückwunsch! Ich bin total... Nicht zu fassen. Ist das ein Albtraum? Es ist kein Albtraum, Sie haben gewonnen. Es gibt eine Siegerehrung, kommen Sie mit. Das ist peinlich jetzt. Dann nimmst du mit, dann nimmst du den Fahrrad mit. Oh, das ist peinlich. Total Scheiße. Quatsch. Alle rauf. Schnell. Da hier im Bus. Es gibt Champagner, so wie sich das gehört für eine ordentliche Siegesfeier. Der Herr macht auf. Das ist peinlich jetzt. Was ist mir peinlich? Und jetzt noch ein echtes Fotofinish. Er kommt nur Millisekunden vor ihr ins Ziel. Und da liegen sie ein auf die Zielgerade. Gleich werden wir wissen, wer der Sieger beim 12. Fördercup ist. Ein Tandem, es ist nicht zu fassen. Sie haben unfassbar stark die Konkurrenz distanziert. Wie haben Sie sich vorbereitet? Wir sind Hobbyfahrer. Wir fahren immer viel Fahrrad. Wir sind in dem Alter, wo wir noch richtig Gas geben können. In einem Alter, wo Sie alles abräumen offensichtlich und das Ding gewinnen. Hier freuen Sie sich. Ja. Ganz, ganz stark. Ja, bitte, genau so. Und das gelbe Trikot.
für das beste Team. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß? Champagner! Wir brauchen Champagner! Vielen Dank! Liebe Verstehen Sie Spaß Community, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!